Ja, als ich gestern durch den Lidl vor Ort gegangen bin, habe ich gesehen, dass dort einige Produkte von der Höhle der Löwen im Regal liegen, unter anderem hier auch dieser Drill Stamp. Ich habe mir das hier einmal durchgelesen und habe gedacht, kannst du ja mal mitnehmen. 7,99 ist der Preis dort derzeit. Das Werkzeug verspricht, dass wir mit ihm Geräte, Bilder, Regale, Haken etc. einfacher aufhängen können, als wir das bisher getan haben. Wir gehen ja sonst für gewöhnlich so vor, dass wir, wenn wir zum Beispiel ein Bild oder ein Gerät aufhängen wollen, zeige euch das mal hier an einem Ladegerät. Die bringen wir ja öfters mal an die Wand. An den meisten Geräten, sowohl Router als auch hier, ich habe hier so ein Aldi-Ladegerät mir mal besorgt, sind hinten solche Aufhängelaschen mit dran. Da stehen dann zwar oben immer die Bohrabmesser, zumindest ist das bei Parkside und bei Lidl derzeit so, das ist ganz schön gemacht. Manchmal liegt auch eine Bohrschablone dabei, manchmal ist aber auch gar nichts dabei. So, nun sind wir dann immer am Messen und am Tun. Wir messen erstmal hier den Lochabstand, das ist manchmal dann so was völlig Wirres wie 11,25 oder was weiß ich was auseinander. Dann müssen wir hier die Höhe ermitteln von der Geräteoberseite, dann müssen wir einmal seitlich messen und dann müssen wir noch die Mitte der Wand uns ausmessen und dann müssen wir das Ganze noch in Waage bringen und dann müssen wir natürlich auch noch so bohren, dass wir dann hinterher, wenn wir Schrauben reingedreht haben, das Gerät auch gerade an die Wand hängen können. Dieses Werkzeug verspricht nun, dass das alles anders werden soll. Wir klicken da einfach dann hinten in unsere Löcher im Gerät zwei, ja, ich möchte sagen, eine Art Filzstifte ein und können dann mit einem ganz leichten Druck an die Wand eine Markierung setzen, dort wo wir sie dann hinhaben möchten. Ich habe mir gedacht, das hört sich alles ganz gut an. Für den Preis kann man nicht viel verkehrt machen. Ich kriege dafür kein Geld. Nur schon mal vorab gesagt, ich habe mir das Teil jetzt selber kaufen müssen. Ich finde es sehr innovativ und ich wollte es selbst einmal ausprobieren und möchte euch dann auch gerne mal daran teilhaben lassen. Pack das jetzt einmal aus. Das ist einfach hier nur an den Seiten einmal verklebt. Wir haben dann so ein kleines Röhrchen mit dabei und wir haben eine kleine Anleitung mit dabei. Das ist nur ein Handzettel, sage ich mal. Die meisten Arbeitsschritte, die wir damit erledigen können, die stehen auch hier hinten schon auf der Verpackung mit drauf. So funktioniert das. Hier steht unter anderem dann auch drauf: Achtung, nur mit leichtem Druck anwenden. Das heißt natürlich, wir dürfen da nicht wie Herkules oder Arnold Schwarzenegger dann das Ding gegen die Wand befördern, sondern einfach mit leichtem Druck arbeiten und dann hält unser Werkzeug auch etwas länger. Wir haben mehrere Möglichkeiten, das Werkzeug an dem Router oder an dem Gerät, was wir an die Wand hängen möchten, zu befestigen. Einmal können wir die Sache kleben, einmal können wir hinten die ganze Sache festdrehen und einmal haben wir die Möglichkeit, das Ganze mit einem Silikonstopfen einfach in die vorgefertigten Löcher festzustecken. So, kippen wir das Röhrchen mal aus, gucken, was da alles noch mit drin ist. Das ist so ganz recht einfach gehalten. Wir haben einmal die beiden Werkzeuge an sich, die sehen sehr unscheinbar aus. Dann haben wir noch irgendwie so eine zwei kleinen Klebepads, beziehungsweise das wird das zum Drehen sein, wie es aussieht. Sieht man jetzt ganz schlecht. Moment. Also ein kleines Gewinde oben dran und eine kleine Platte, die man dann bewegen kann. Wir haben hier Klebepunkte von 3M mit dabei. Hinten steht 3M drauf. Das ist so doppelseitiges Klebeband. Das sind vier Punkte, die mit dabei sind. Und wir haben die Markierer hier selbst zweimal vorhanden, hinten mit dieser Silikonlasche versehen, die wir dann in das Gerät einführen können. Ich werde das gleich mal probieren, ob das hier passt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Geht wirklich einfach und hält auch. Ihr seht das. Ich habe das jetzt hier einfach mal aufgesteckt. So, was ist das hier? Das sind so, ach, das sind diese, jetzt eine runtergefallen. Da verbergen sich dann letztendlich unsere Stifte unter. Ihr seht das, da ist schon ein bisschen Tinte oder irgendwas ausgelaufen. Letztendlich wird das einfach nur eine Markerspitze sein. Ich gehe mal davon aus, dass man das mit Stempelfarbe dann wieder auffüllen kann. Das heißt, wenn ihr das Werkzeug dann in eurer Bohrerkiste mit zulegt, dann solltet ihr vielleicht auch ein kleines Fläschchen Stempelfarbe gleich mit dazulegen. Das kostet alles nicht die Welt. Und dann denke ich mal, dass das auf längere Zeit hier auch funktionieren wird. So kann ich mir gut vorstellen, weil die Spitzen ja auch sehr fein sind, dass das recht schnell hier austrocknet. Vor allen Dingen, wenn die Kappe da nicht richtig drauf sitzt oder die sitzt sowieso sehr locker drauf.
Ich gehe mal davon aus, dass man das dann aber ganz einfach mit Stempelfarbe, wie gesagt, wieder gangbar kriegt. Wir probieren das jetzt nochmal aus. Ich habe mir dafür mal einfach mal ein Stückchen Holz hier besorgt und werde jetzt einfach mal so tun, als wenn ich das Gerät jetzt an die Wand hänge. Ich will ja nur mal der Demonstration halber das hier probieren. So, jetzt steht da drauf, nicht zu viel Druck ausüben. Das machen wir mal. Ich habe jetzt mal nicht auf, ja, das stimmt. Jetzt mal nicht auf die waagerecht etc. geachtet, einfach mal nur so. Wir haben hier tatsächlich zwei Punkte drauf auf dem Holz. Die sind gut zu sehen. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass wenn ich jetzt an der Wand das Ganze markiere, je nach Wand ist das natürlich gut, das ist Filzstift, das wird auch auf Steinwänden und auf Holz zu sehen sein. Wenn ich das natürlich dann in Waage haben möchte, dann muss ich hier an der Oberkante des Gerätes natürlich noch eine Wasserwaage auflegen. Das kann mitunter dann, je nachdem wie das Gerät gestaltet ist, das sind ja, oder ein Spiegel, hängt man Spiegel auf, die sind ja manchmal oben noch so gewellt oder sonst was, die kriegt man dann vielleicht gar nicht gerade aufgehängt. Also so müsste man das dann letztendlich machen, ausbalancieren und dann mit leichtem Druck dann an die Wand bringen. Wenn man natürlich oben keine gerade Fläche hat, dann muss man das natürlich seitlich ausprobieren, dass man das seitlich dann in Waage bekommt. Ihr wisst ja letztendlich, wie man solche Sachen aufhängt. Also ich denke, das kann schon den Alltag etwas beschleunigen. Manch einer scheut sich ja, so ein Gerät dann an die Wand zu bauen und sagt sich, ach, da muss ich viel ausmessen und dann bohre ich falsch und dann passt das wieder nicht und dann hängt das hinterher nicht gerade. Ich denke, gerade bei solchen Leuten, die vor solchen Arbeiten hohen Respekt haben, kann das wirklich die Angst aus solchen Arbeitsschritten herausnehmen. Also ich bin davon wirklich angetan. Ob jetzt 7,99 für so ein bisschen Plastik und eine Markerspitze hier okay ist, weiß ich nicht. Letztendlich müssen ja auch alle dran verdienen. Weiß auch nicht, was das ursprünglich mal gekostet hat, bevor es hier bei den Discountern gelandet ist. Überlegt euch das, ob ihr das benötigt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Produkt haltet. Ob ihr euch auch sowas anschafft oder ob ihr sagt, nee, ich mess lieber. Das geht bei mir genauso schnell. Das soll es gewesen sein von der Vorstellung von diesem Produkt. Das verschwindet jetzt bei mir erstmal in der Bohrkiste. Ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder einschalten würdest und sage erstmal bis dahin.